Wir stehen jetzt also unmittelbar vor der Fahrerverstellung der Westfalenhalle. Und Sie sehen das an den ersten Bildern. Die Halle waren dicht besetzt, ca. 10.000 Leute waren gekommen. Und Sie erlebten gleich zu Beginn eine tolle Eröffnung. Wir wollen es nicht verraten. Das war also der Start zum ersten Lauf der Gruppe B und an der Spitze Harry Emmet vor Roland Kupol. Und das war der Start der Gruppe C. Erster Lauf und die Favoriten gleich an der Spitze. Mike Bayer und Jürgen Tschetschinger. Und dann sehen wir, was war was. Und das ist der Start. Der hat also den Start abgebrochen und hier die Wiederholung. Und diesmal ist die Volk wieder gut weggekommen. Aber vorne ist Ebert. Ebert wieder 21 vor Kupol. Gewinnt also der Rasch in diesem ersten Halbfinale vor Harald Ott. Dritter wird Schranzow, vierter wird Schön, fünfter Ebert, sechster der 22-jährige Kawasaki-Pilot aus Belgien führt an. Im ersten Umlauf sechster, jetzt an der Spitze. Das könnte noch reichen, sich bis zum Finale zu machen. Thank you.
Und der Hallenkönig hat zugeschlagen, er hat sich sofort abgesetzt. Harald Ott vor Nicole Tschechinger und Franco. Das war die Reihenfolge. Und es ist gespannt, wie sie aus dem Keller hervorkommen. Ott, er hat sich bereits abgesetzt. Zweiter ist Tschechinger. Dritter Nicole, vierter Rui Franco. Verabschieden wir uns aus der Dortmunder Westfalenhalle. Auf Wiedersehen.